Ist nicht einfach krass, wie es so Richtung Winter visuell direkt viel, viel unschöner wird? Wie mein Auto gefroren ist? Ich bin einfach kein Fan. Okay, mein Tag beginnt jetzt mit Einkaufen. Und nicht im Supermarkt. Ich brauche noch eine Lantern 90. Hast du eine da? Der Dealer. Gib mir den Stoff. Ich kann ja langsam mit der Kamera umgehen. Wirklich einer der Vorteile, so in Köln zu wohnen, ist, dass man überall so wie so ein Toys R Us für Filmmenschen hat. Ich wusste nicht, dass sowas in Deutschland überhaupt existiert früher. Sehr geil. Danke. Bis dann. Dieses Gerät ist sehr, sehr wichtig für die Woche, die wir gerade haben. Ja, genau. Mega wichtig. Ja. Weil das ist eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich gehe hier hin, das ist jeder, wo du vergleichst. Eigentlich die Helligkeit von mir, das ist die Variable. Keine Tech verkackt dich gehalten. Wir haben nämlich am Mittwoch einen Dreh mit extrem verrückten Gegebenheiten, weil die Technik, die wir nutzen, das heißt die Kamera, Speichermedien, Licht, Ton, müssen voraussichtlich so um die 10 Stunden am Stück laufen und recorden können. Das ist so eine von diesen Extremsituationen, von denen man immer glaubt, dass sie einen nie treffen und dass die Technik das nie durchhalten müsste. Und plötzlich steht man da und weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Wie reagiert die Technik nach 5 Stunden durchlaufen? Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich schon mal irgendwann meinte. So eine Nummer würde ich nicht mit einer Godox-Lampe leuchten, weil ich einfach Angst habe, dass die irgendwann ausgeht. Wir hatten mit Godox schon recht häufig den Fall, dass sie einfach mitten in Dreharbeiten plötzlich ausgegangen ist, wahrscheinlich wegen Überhitzung. Das kann man nicht bringen. Und jetzt hoffe ich, dass Aperture mittlerweile gut genug ist, um durchzuhalten. Und dann sind es auch so Sachen wie Akkulösung. Ich muss jetzt erstmal ein Netzteil für die C300 besorgen, um die überhaupt mit Strom betreiben zu können. Plötzlich sind Speichermedien und Codecs die Frage, was kann man überhaupt für einen Codec nehmen? Kann man im laufenden Betrieb die Speicherkarten hotswappen, nennt sich das, ja? Also quasi immer eine volle Karte rausnehmen, eine leere Karte reintun, während auf der anderen Karte im zweiten Castort weitergeschrieben wird, kann die C300 Mark III leider nicht. Mieses Feature. Bringt mich also wieder in die Frage, wie gehe ich damit um? Wir können natürlich einerseits extern aufzeichnen, klar, machen wir auch als Redundanz, aber ich möchte unbedingt auch intern aufzeichnen. Das heißt, ich muss intern, um das zu bewerkstelligen, 10 Stunden aufnehmen zu können, auf Full HD, auf einen geringen Codec umsteigen. Und dann geht's. Es ist ja alles möglich, man muss sich halt nur irgendwie dann plötzlich mit Fragen beschäftigen, die man vorher noch nie sich gestellt hat. Und das mache ich heute und check mal ein bisschen unsere Technik durch, wie wir die für diesen Mammutdreh vorbereitet bekommen, während Joscha mit Lisa ein bisschen private Lichtschule im Hintergrund macht. Joscha, was passiert hier? Lisa hat am vergangenen Donnerstag zum ersten Mal bei einer Fernsehproduktion Kamera gemacht und es wirklich gut gemacht. Und hat die Kameraeinstellung richtig gemacht und gut geschwenkt, aber war sich teilweise unsicher bei der Lichtsetzung. Und ich bin eigentlich total stolz auf sie, weil sie den ganzen handwerklichen, technischen Kram gut gemacht hat, aber an dem kreativen Punkt unsicher war. Und das ist eigentlich total gut, dass sie jetzt zum Beginn des zweiten Lehrjahres an dem Punkt ist, dass sie handwerklich weiß, was passiert und wir sie jetzt künstlerisch weiterbringen können. Und deshalb machen wir heute so ein bisschen Lichtschule 2.0 und probieren so ein paar kreative Lichtsettings aus, die Lisa noch nicht umsetzen kann. Und jetzt zeigen wir mal, wie einfach das eigentlich ist. Wir haben eben auf Instagram so ein Foto gehabt, was ich total ansprechend finde, wo ich mir aber unsicher war, wie man das umsetzen kann und wie man das eigentlich alles angeht. Und das stellen wir gerade einfach so nach. Ich bin da total happy drüber, das jetzt nochmal alles durchzusprechen und so, weil natürlich nach so einem Dreh ich dann auch drüber nachdenke, was hat eigentlich geklappt und was nicht. Und ich bin zum selben Punkt gekommen und habe gedacht, ja, kameramäßig hat irgendwie alles gut funktioniert, aber so verschiedene Lichtvarianten und Lampen
angeboten zu kriegen und dann nicht zu wissen, was sieht wie aus und was gefällt mir eigentlich, das ist dann auch wieder blöd. Deshalb, das jetzt einfach auszuprobieren, ist perfekt. Nice. Ich merke gerade, dass die Kamera das Licht alles in blau tönt, aber es ist grün. Also so grün-blau. Geil. Lange lebe ich es auch nicht. So, was jetzt außerdem noch passiert ist, dass ich bin eingeladen worden, an einem Podcast teilzunehmen, sagt man das so, in einem Podcast mitzusprechen, bei dem verschiedene DPs für, ich sag's gleich, wenn ich es richtig weiß, ich will jetzt nicht irgendwelche falschen Infos raushauen. Auf jeden Fall spreche ich jetzt in einem DP-Podcast ein bisschen über meine Arbeit, über eine Szene, die ich sehr cool finde. Und alles Weitere schauen wir dann. Und wo es denn gibt, klären wir auch gleich. Okay, Timo, dann mache ich jetzt noch mal kurz meine Vlog-Kamera an. Und dann musst du jetzt noch mal sagen, wann und wo man diesen Podcast hören kann. Der Podcast, meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV Kamera, der wird am 15. Dezember veröffentlicht werden. Und dann folgt am 17. der zugehörige Artikel im Fachmagazin Film und TV Kamera online und natürlich auch im Print und Abo. Okay, und wo kann man den hören, den Podcast? Also den kann man hören auf allen Podcast-Diensten und in allen Podcast-Apps. Natürlich vornehmlich auf den beiden meistgenutzten, nämlich Apple Podcasts und Spotify. Da gibt man einfach ein Meine Lieblingsszene und Film und TV Kamera, den Namen des Fachmagazins, und dann sollte man das finden. Und natürlich kann man dann den ganzen Spaß auch gleich abonnieren und sich die bisherigen 10 Episoden anhören und die folgenden Episoden dann natürlich auch hören, wenn man das Ganze abonniert hat. Das machen meine Zuschauer natürlich. Super. Großartig. Sie haben Ihr Hausverbot! Sorry, ich hab echt zu tun gerade. Ich muss gerade ein bisschen arbeiten. Sie waren doch schon wieder nicht beim Friseur! Entschuldigung, doch. Hier. So, der ist weg. Na? Uke, was treibt dich in unsere Gefilde? Ja, ich muss hier arbeiten mit dem Kollegen. Er muss mich schön wie Uke sucht, einen Spruch drücken zu können, aber ich fällt noch nichts auf. Doch, es fallen mir so viele Sachen ein, dass ich mich einfach nicht entscheiden kann. Da finde ich auch so Verbindungen und so. Da könnte ich was zu sagen, Da nicht. Das ist alles in Ordnung. Was habt ihr vor? Nacktfotos. Was? Nacktfotos. Von dir oder von ihm? Beide zusammen. Er weiß doch gar nichts davon. Was denn? Tschüss, Jascha. Ja, du weißt doch, mein Gehirn ist scheiße. Tschüss wieder. Ciao. Schönen Feierabend im Internet. Es ist Zeit, mal wieder einen Classic auf diesem Kanal zurückzubringen. Ihr wisst alle, was jetzt folgt. Oh, ja. Fuck! Okay, Leute, es ist so kalt mittlerweile geworden, dass ich glaube, dass die Straßenabmoderation in den nächsten Monaten immer geringer wird. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Anschauen. Ich muss sagen, es ist super, super süß. Es kamen heute mega viele Kommentare und zu diesem ganzen Vlogging-Tief und so. Und dann macht es plötzlich wieder auch krass viel mehr Spaß. Überraschend, ich weiß. Aber es ist wirklich so ein Ding, wo ich heute dachte, oh, ich höre doch nicht auf. Ich mache auf jeden Fall für immer weiter. Okay, vielen Dank fürs Anschauen. Hashtag des Tages gibt es natürlich auch und der ist heute 8 Stunden durchdrehen. Bis am Durchdrehen. Ja. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Was zum Teufel habe ich hier gerade gesehen? Das eine auf dem Container. Was geht hier ab? Nichts, wieso? Was? Nichts, wieso? Gar nichts. Nichts, gar nichts. Was? 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 Hey! Hey! Hey!